Im autoritären Obrigkeitsstaat wird jeder bespitzelt. Für manche Kammerzofe ein durchaus lukratives Geschäft. So kursieren die wildesten Gerüchte. Bagration soll mit Metternich, Wilhelmine mit dem Zaren flirten. Ich habe sehr erfreuliche Informationen für Sie. Katharina hat mir erzählt, dass der Zar von ihr verlangt. Die Beamten der kaiserlich-königlichen Polizeihofstelle schreiben alles fleißig mit. Was ist Ihnen das wert? Danke für meins. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Entschuldige bitte, was machst du da? Was ist denn das? Gehört mir? Verstörst hier alles. Ich kann doch nicht wissen, dass du diese Nudeln dann noch fertig essen willst. Hey, das ist Kunst, bitte, ja? Das ist ein gesamtes Kunstwerk. Was, jetzt die Teller? Ja, hier alle vier Teller, alle vier Gläser. Das ist ein Kunstwerk? Ja. Da ist ein Loch im Löffel. Das und dafür habe ich lang gebraucht, okay? Und ich bitte dich, das nicht anzugreifen. Was heißt, du hast da lang braucht dafür? Wie lang brauchst du dafür, da Nudeln zu kochen und ein Loch in einen Löffel zu machen? Wie lang brauchst du für so ein weißes Blechkastel? Das ist ein super Flaschspülkasten. Das ist eine Business Opportunity, die wird den Markt aufwühlen. Wenn ich diese. Sie sagen Schmerzen beim Urinieren, gell? Mhm. Hat der Harnverfärbungen aufgewiesen? Darauf habe ich leider nicht geachtet. Dann schauen wir uns das mal im Detail an, würde ich sagen. Josef, die Unterhose tust mir bitte auch ausziehen, gell? So. Muss ich sterben? Das werden wir gleich sehen. Tut das weh? Ah! Naja, krank bist du nicht, gell? Nur eine kleine Phimose. Pardon? Eine Verengung der Vorhaut. Das ist durchaus üblich in dem Alter. Achten Sie nur darauf, dass er mehrmals täglich Dehnungsübungen macht, dann wird das wieder, gell? Wenn der Penis erregiert ist, die Vorhaut vor- und zurückschieben. Einfach jedes Mal, wenn er aufs Klo geht, gell? Wie stellen Sie sich das vor? Er ist 8. I wash my clothes before she comes. Dance with this and last. I lost my way through your mistakes. God did bring me here.